Spätestens jetzt war auch dem letzten Bayern-Spieler klar, diese Reise ist keine gewöhnliche. Ein Riesenrummel beim Abflug. Die Mission Wembley beginnt. Es ist ein Finale und wir gehen nach Wembley nicht arrogant, auch nicht hochmütig oder überheblich, sondern wir wissen, was in einem Finale möglich ist. Wir werden einen guten Tag brauchen, wir werden so spielen müssen, wie wir das glücklicherweise in den letzten Monaten in großer Anzahl, großer Quantität der Spiele abgeliefert haben. Aber wir wissen auch, dass wir eben einen guten Tag brauchen, um am Ende des Tages das, was unser Ziel ist, zu erreichen. Um 11.05 Uhr ging es in die Luft, rund 2,5 Stunden früher als der BVB. Insgesamt 60 Personen stiegen mit in die Maschine. Die Bayern sehen es als Auswärtsspiel. Das soll zusätzlich noch Selbstvertrauen geben. Denn von 17 Ligapartien in der Fremde konnten sie diese Saison gleich 15 gewinnen. Wir werden alles tun, dass wir erfolgreich sind. Aber ich kann auch nichts vorhersagen. Im Fußball kann viel passieren. Aber wir haben natürlich sehr viel Selbstvertrauen. Ist aber zuversichtlich diesmal. Ja, ich war die anderen Male auch zuversichtlich. Aber diesmal haben wir natürlich vielleicht noch ein Tick ein besseres Gefühl. Aber wir wissen selbst, dass im Fußball alles passieren kann. Also man braucht jetzt hier keine Vorhersagen machen, sondern wir müssen einfach gut Fußball spielen und dann sehen wir schon. Er hat uns sehr gut vorbereitet und wir sind beherrscht für morgen. Sie sind bereit für das große deutsche Finale. Und so eine Schmach wie letztes Jahr wollen sie nie wieder erleben. Wir möchten diese Champions League Trophäe nach München holen. Wir haben sie im letzten Jahr am 19. Mai sehr unglücklich, denke ich, verloren. Und unser Ziel ist es, sie morgen eben nach München zu holen. Letztes Jahr hat eine englische Mannschaft in München gewonnen. Diesmal hoffe ich, dass eine Münchner Mannschaft in England gewinnt. Es ist ihr drittes Finale in 4 Jahren. Alle, jeder Einzelne will bei diesem historischen Moment dabei sein. Der FC Bayern ist gierig nach dem Titel und will Geschichte schreiben.